Hallo, liebe Mobilwetterfreunde, liebe Wohnmobilreisenden, liebe Mitreisende. Heute das Thema Kondenswasser im Wohnmobil. Ein Thema für uns interessant war, natürlich auch bestimmt für euch interessant ist. Was haben wir hier in den Laufe der Zeit dagegen unternommen? Viel Spaß in diesem Film. Ja, liebe Mitreisenden, das Thema Kondenswasser im Wohnmobil, ob wir jetzt duschen oder die Frontscheibe beschlagen ist oder sonstige Scheiben beschlagen sind oder es regnet, ganz einfach, das Thema Kondenswasser ist ein heikles Thema, ist ein wichtiges Thema. Wie bekommen wir das Kondenswasser hier aus dem Wohnmobil natürlich raus? Wir kennen das Thema, wenn wir früh aufstehen. Wir haben gefrühstückt, wunderbar, wir wollen unseren Stellplatz verlassen. Wir nehmen die Verdunklungsrollos weg und die Frontscheibe ist mit Kondenswasser belaufen. Haben die meisten die Möglichkeit, wir nehmen einen Schwamm oder wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, dass wir hier mit diesem Tuch ganz einfach die Frontscheibe abgewischt haben und das Kondenswasser somit beseitigt haben. Nachteil natürlich, dieses Tuch, was wir hier dran haben, wird sehr schnell feucht. Wir kriegen das Kondenswasser nicht zu 100%ig weg. Natürlich, woher kommt das Kondenswasser? Das Kondenswasser kommt aus unserem Körper. Das transpirieren wir aus. Wir nutzen natürlich auch persönlich unsere Dusche zweimal am Tag, früh und abends. Da entsteht natürlich auch jede Menge Kondenswasser. Und dieses Kondenswasser sammelt sich natürlich hier im Wohnmobil in der feuchten, warmen Raumluft. Man kann optimal das Wohnmobil entlüften. Das heißt, man macht oben das Heki auf, lässt Stoßwärme raus und frische Luft rein und hat somit einen Kälte-Wärme-Austausch im Wohnmobil. Somit wird die feuchtwarme Luft mit austransportiert. Ja, und da ist die Frage, wie bekommen wir das Kondenswasser aus diesem Wohnbereich, aus diesem Wohnmobil raus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier solche Granulatsäcke, die natürlich aktiviert oder reaktiviert werden im Backofen, haben wir eine Zeit lang ausprobiert. Können wir nicht so empfehlen, tun wir gleich mal beiseite. Dann gibt es diese Geschichte mit dem Granulat, das heißt, das sind solche Behälter, wo man Granulat reinfüllt, kann man auch als unakzeptabel bezeichnen, funktioniert, ist uns aber ein paar Mal runtergefallen, beziehungsweise es wurde vergessen und ist umgekippt, das Granulat raus etc. War also nicht das, was uns jetzt entsprochen hat. Und dann sind wir auf einen Raum in Feuchter gestoßen, wie wir es jetzt hier haben. Den Link unterm Video setze ich mal mit rein. Hier könnt ihr nochmal nachlesen, was das Gerät kann, was es da für Möglichkeiten gibt, in welchen Variationen es gibt. Wir haben jetzt hier die zweitstärkste Variation. Der läuft bei uns über 220 Volt über einen Wechselrichter, wenn wir unterwegs sind, und haben den ganz normal über die Aufbaubatterie 24 Stunden nonstop zu laufen. Zieht ca. zwischen 80 und 100 Watt. Ja, und dieses Gerät ist für eine Raumgröße 30 Quadratmeter geeignet. Ja, dieses Gerät läuft bei uns nonstop. Wir verlinken natürlich unten das nochmal zum Nachlesen für alle, die sich dafür interessieren und natürlich auch häufig erwerben können. Dieses Gerät stellen wir überall auf. Das ist hier eine Kassette drin, ein Auffangbehälter für Wasser. Und hier wird entleert. Das kann man dann hier aufmachen, hier das Wasser rauskippen. Wir testen das Ganze mal, das Gerät. Wir haben das jetzt hier wieder im Gebrauch. Wir waren jetzt mit dem Wohnmobil einige Tage unterwegs. Natürlich hat sich jetzt hier einiges Kondensatwasser angehäuft im Wohnmobil. Wir stecken das Gerät jetzt einmal an. Wir haben es jetzt 14.30 Uhr, also halb drei nachmittags. Wir lassen das mal 24 Stunden laufen und dann schauen wir ganz einfach mal nach, was hat sich jetzt hier an Kondenswasser hier im Wohnmobil gesammelt.
Noch eine Bemerkung dazu, wenn wir jetzt früh den Wohnmobilstellplatz verlassen und unsere Frontscheibe ist angelaufen, stelle ich ganz einfach, wenn wir aufstehen, das Gerät hier vorne drauf, so hier vorne hin, wie wir es jetzt hier haben. So lasse ich das Gerät stehen und innerhalb von 45 Minuten ist unsere Frontscheibe komplett kondenswasserfrei. Ja, liebe Freunde, wir stellen das Gerät jetzt mal auf, wir schließen das mal an. Wir waren einige Tage unterwegs, wir schauen dann morgen um die gleiche Zeit nochmal nach, wie viel Kondenswasser haben wir jetzt hier dann in dem Gerät hier drin. Bis gleich. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, jetzt sind wir wieder da. Circa 25 Stunden später, wir haben es jetzt ca. 15.15 Uhr. Das Gerät lief jetzt durch, wie wir jetzt hören kann. Wenn wir jetzt mal ein Stückchen näher kommen, sehen wir jetzt, was hier an Wasser sich innerhalb von den 25 Stunden angesammelt hat. Bevor ich das Gerät ausmache und entleere, man hört es, dass das Gerät relativ leise ist. Ich denke mal, dass man das hört. Bevor man das entleert, hier hinten ausschalten, dann geht die Belüftung aus. Man ist auch der Luftstrom hier weg und entnimmt diesen Wasserbehälter. Und dieser Wasserbehälter, den entleeren wir dann entweder nach draußen oder in unseren Abwassertank. Ja. Die Entleerung ganz einfach, man macht hier diesen Stöpsel auf und dann gießen wir das gesamte Kondenswasser hier in unseren Abfluss. Wenn man das Wasser einmal anfühlt, das ist nicht so klebrig und so schmierig wie das Kondenswasser, was sich in dem Granulat bildet, sondern das ist reines, ganz normales Kondenswasser. Dann fügen wir diese Box hier wieder ein. Diesen Behälter hier wieder ein und schalten das Gerät wieder an und lassen das ganz normal weiterlaufen. Bei uns ist das so, dass wir das Gerät im Normalfall die ganzen Wintermonate ab Oktober in Benutzung haben und das Gerät bei uns nonstop im Winter durchläuft. Auch wenn das Reisemobil bei uns steht, abgestellt ist und nicht benutzt wird, lassen wir das Gerät laufen oder wenn wir unterwegs sind und auf Reisen sind, lassen wir das Gerät auch laufen. Ja, liebe Freunde, das war mal ganz kurz zum Thema Kondenswasser im Wohnmobil. Wir gehen davon aus, dass das Video euch wieder gefallen hat. Wir freuen uns auf euren Daumen nach oben. Das Gerät verlinken wir nochmal unter den Videos. Da könnt ihr euch nochmal ganz genau alles anschauen, nochmal nachlesen und natürlich für euch die passende Möglichkeit finden. Wir freuen uns, dass ihr uns zugeschaut habt und wir sehen uns natürlich auf den schönsten Plätzen der Welt.